So, meine Freunde, moin zusammen. Grüße euch zu diesem Video. Und ich habe mal wieder ein schönes Beispiel dafür rausgesucht, was die EU wieder mal versucht, uns hier aufzuzwingen, beziehungsweise Firmen. Und die werden das Ganze kostentechnisch natürlich auf uns übertragen. Und das ist wieder ein Paradebeispiel einfach dafür, was die EU einfach nicht verstanden hat. Wenn sie reguliert oder strengere Maßnahmen macht, dass es den Bürger im Endeffekt trifft und nicht das Unternehmen, was man versucht, irgendwie umzuerziehen. So, und so heißt es nämlich jetzt hier. Zitat von der Welt, jetzt kommt das Ökosiegel für Flieger. Und hier geht es tatsächlich darum, dass die EU gerade plant, in der Luftfahrtbranche ein Öko-Label zu erstellen. Das bedeutet, ihr kauft beispielsweise einen Fernseher, einen Kühlschrank oder ähnliches und dann steht da A, B, C, D, E, F und so weiter drauf mit einer Angabe von den Kilowattstunden, die verbraucht werden, um dieses Gerät laufen zu lassen. So. Und das soll jetzt hier allen Ernstes im Flugverkehr kommen. Das heißt, man geht beispielsweise, so kann ich mir das vorstellen, auf die Webseite drauf, Lufthansa oder auch andere Organisationen und möchte sich dort einen Flug buchen und sieht dann, ja, dieser Flug hat jetzt hier diese Einkategorisierung in dieser Ökotabelle, so nenne ich es manchmal. Dann ist der eine teurer und der andere günstiger, wenn man das bei einer Flugvergleichsseite beispielsweise dann macht, so kann ich mir das vorstellen. Also Leute, wo soll das dann drauf hinauslaufen? Ihr glaubt doch nicht, dass diese Mehrkosten, dass diese Strafkosten, die gegebenenfalls dann irgendwie auftauchen und ähnliches, dass die die Unternehmen selber bezahlen werden, dass, oder anders, ich habe doch meistens auch gar keine Alternativmöglichkeit. Gibt es denn so viele alternative Airlines, dass die jetzt hier günstiger, besser für die Umwelt unterwegs sind als eine andere? Worauf läuft das denn hinaus? Große. Wie beispielsweise die von mir angesprochene Lufthansa, wo viel Geld hintersteckt, ja, auch mit Milliarden von unserem Steuergeld der Staat reingegangen ist, die werden saubere, bessere Flugzeuge haben und kleinere Airlines, die auch mal einen günstigen Flug angeboten haben, die werden wegfallen. Die werden wegfallen und was passiert auf die mittelfristige Sicht dadurch? Dadurch passiert doch ganz einfach eine Preissteigerung bei den ganz Großen. Das ist doch eine logische Konsequenz. Das ist doch ganz einfach. Und was stellt sich die EU vor? In den Kommentaren steht es hier ziemlich amüsant drin. Von Ingo A. geschrieben, Zitat: Wenn während des Fluges die Fahrradpedale unter den Sitzen hervorkippen und die Stewardess anfängt, die Trommel zu schlagen, dann gibt es das Öko-Plus-Label für Spritsparen. Ja, aber Leute, passt doch alles nicht mehr hinten und vorne. Und man muss sich ja auch überlegen: EU, ja, okay, das betrifft alle EU-Länder. Gerade rausgegangen, Großbritannien. Sowieso nie drin gewesen, die Schweizer. Und die beiden Länder, Interkontinentalflüge, beispielsweise Großbritannien, ist dafür ja auch ein guter Umschlagplatz in London Heathrow. Dann läuft es so ab: Ich habe jetzt einen Flug geschäftlich in die USA. Okay, dann gehe ich jetzt und fahre mit dem Auto rüber oder mit dem Zug nach London. Und von dort aus mache ich meinen Flug weiter. Warum? Weil der immens deutlich günstiger ist, weil es nicht ein EU-Land ist. Oder von der Schweiz aus. Von der Schweiz fliege ich rüber nach England und fliege von England interkontinental weiter. Das ist doch mal wieder nicht komplett durchdacht, dieses Ding. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinung unten rein. Brauchen wir sowas? Muss denn so etwas wirklich sein? Weil das werden sich ja dann wieder die Besserverdiener und alle drum und dran leisten können. Und diese Prediger, die auf ihren Instagram-Profilen dann wieder Sachen posten, wo sie auf der Welt waren, aber dann hier CO2 komplett verteufeln etc. pp. Ich hasse es mittlerweile wirklich, was die EU für Regulierungen und Maßnahmen ergreift, die schwachsinniger nicht sein könnten. Ciao, bis zum nächsten Mal.